Servus liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich komme gerade aus dem Schwimmbad, habe nochmal eine etwas kürzere Trainingseinheit. Hinter mir nochmal den Swimskin getestet. Frankfurt könnte ja durchaus schwimmen ohne Neo sein. Ich gehe ehrlich gesagt davon aus, nächste Woche ist auch nochmal richtig warm angesagt. Gucken wir mal dann, wie die Temperaturen am Renntag sind. Mittlerweile ist die Startliste ja raus, ja, was soll ich sagen, 88 Profis sind gemeldet. Das ist natürlich irgendwie eine wahnsinnige Menge. Selbst beim Ironman Texas, das ist ja die Kickoff-Veranstaltung auch von dieser neuen Pro-Series war, waren es ja irgendwie nur in Anführungsstrichen 60, was ungefähr doppelt so viel ist wie sonst ein großes Profifeld, hätte ich gesagt. Also irgendwas so zwischen 15 und 30 ist normal, da sind wir jetzt bei der dreifachen Menge. Ich habe gelesen, einer hat schon mal runtergerechnet, wenn wir sagen, beim Schwimmen zieht sich das Feld so 6 Minuten auseinander, hätte man im Prinzip vom ersten bis zum letzten Athleten alle 4 Sekunden einen Starter. Es wird das Race Ranger Technik wird ja auch wieder meines Wissens an die Räder geschraubt werden. Ob das was hilft und inwiefern das das Renngeschehen beeinflusst, kann ich natürlich jetzt auch vorher spekulieren. Ich habe mir da auch schon so meine Gedanken gemacht, aber man weiß es letzten Endes nicht. Ne? Also wird schon spannend auch zu sehen, ob es beim Schwimmen überhaupt irgendwie eine Lücke gibt oder ob das wirklich alles irgendwie ein nicht enden wollender Fluss ist. We will see. Nachdem ich jetzt dann die Startliste gesehen habe, muss ich zugeben, habe ich schon auch für mein Gefühl ein bisschen zu viel Gedanken darauf verschwendet. Ich werde mich jetzt wirklich die nächsten Tage, also noch so bis so 2-3 Tage vorm Rennen, wenn ich dann auch in Frankfurt bin, versuchen eher abzulenken von dem Frankfurt Ironman, weil ich einfach so aus meiner Vergangenheit auch gelernt habe, dass wenn ich jetzt mich den ganzen Tag mit irgendwelchen Tree-Rating-Startlisten, wer könnte starten, wer könnte auch vielleicht nicht starten, wer ist noch woanders gemeldet, wer ist schon für Kona qualifiziert, beschäftige. Das macht mich einfach im Kopf ein bisschen K.O., müde, und ich brauche ja auch die mentale Energie dann für das Rennen noch. Also von daher werde ich jetzt, nachdem ich dieses Video eingesprochen habe, wirklich versuchen, möglichst abzuschalten, noch so die letzten Dinge zu erledigen, die so für den Wettkampf zu erledigen sind, die ein oder andere Technik noch anzupassen, die Garmin-Seiten einzustellen und dann mich, ja, wie gesagt, abzulenken von dem Rennen und da nicht allzu viel Gedanken und Energie drauf zu verschwenden und mir das dann für den 18. August aufzuheben. Okay Leute, ich sitze hier mit meinem Hut auf dem Kopf, von dem ich selber noch nicht so ganz weiß, was ich dazu sagen soll, aber ich glaube, es wird meine Kopfbedeckung für den Lauf in Frankfurt sein. Wettervorhersage ist noch ein bisschen, könnte warm werden, könnte heiß, naja, anders. Es ist relativ sicher, dass es warm ist, könnte heiß werden. Es ist ziemlich sicher, dass Neo-Verbot ist. Für mich nicht so gut, muss man in der Swimskin ran. Ich habe mir ein bisschen Gedanken noch gemacht, irgendwie letzten 1-2 Tage nach den Aufnahmen, die ihr jetzt schon gesehen habt, und muss sagen, ich bin echt auch noch gespannt, wieso Sebastians Einschätzung zur Taktik sein wird. Ich habe ja schon irgendwie in dem Forum gelesen, da hatte jemand geschrieben, da hat mal durchgerechnet, wenn man beim Schwimmen davon ausgeht, dass das relevante Feld oder das Feld sich so um 6 Minuten auseinanderzieht, heißt es, wir haben bei den 88 Athleten alle 4 Sekunden über diese 6 Minuten einen Athleten. Und mehr Abstand als 6 Minuten darf ich nicht bekommen. Ich hoffe eher so mit 3. 3,5 Minuten. Dann wird man mal sehen, wie das da auf dem Rad sein wird. Ne? Also durch die Überhol-Windschattenregeln und so ist es einfach ja fast unmöglich, auf dem Rad sich da nach vorne zu bewegen, innerhalb einer größeren Gruppe, wenn man davon ausgehen kann, dass da große Gruppen zusammenbleiben. Und große Gruppen kann ja hier sein, eine Gruppe von 20 Leuten vorne und dann nochmal eine Gruppe von 20 Leuten vorne, also dazwischen, und dann nochmal 30 Leute am Ende. Ja, und dann, wenn man sagt, merkt, irgendwo geht eine Lücke auf und du bist irgendwie, hast 8, 9, 10 Fahrer vor dir, dann musst du auch halt an all denen vorbeiballern, wenn es sich dann keine Lücke mehr auftun zwischen diesen Fahrern. Sonst kriegst du ja auch eine Strafe. Also das wird wirklich irgendwie wild, glaube ich, das Radfahren.
Beim Laufen spielt es dann keine Rolle mehr. Ich bin da total, ich kann es überhaupt nicht einschätzen, wie hart auch dann der Kampf um diese Quali-Plätze sein wird. Es sind, wenn ich es richtig gesehen habe, ja auch schon 18 der Starter qualifiziert. So jemand wie Christian Blumfeld muss ja nur validieren. Das heißt, der nimmt einem auch keinen Slot weg. Das heißt, durchaus kann sein, dass man als 24. ins Ziel kommt und für Kona qualifiziert ist, die Hawaii-Quali hat. Mega schwer natürlich auch irgendwie am Renntag dann den Überblick zu bekommen. Da werde ich Chris verpflichten, mein Physio, der wird mich am Renntag da mit Zwischenzeiten füttern. Und boah, ja, also da bin ich echt noch sehr gespannt, wie es wird. Aber ist natürlich auch irgendwie cool, weil in so einem Rennen war ich noch überhaupt nicht. In so einem großen Rennen gibt es ja auch wirklich so gut wie nie. Ich meine, jetzt Anfang des Jahres war Texas ja auch schon voll früh rausgebucht. Da waren 60 am Start. Ja, also ich denke, das wird aus verschiedenen Perspektiven wirklich irgendwie spannend zu sein. Ich hoffe, dass ich die richtigen Entscheidungen treffe dann in den Situationen, vor allen Dingen auf dem Rad. Beim Schwimmen kann ich nicht so viele Entscheidungen treffen. Ich kann so lange so hart anschwimmen, wie es sich für mich machbar anfühlt. Und da muss ich irgendwann einscheren und mir Füße suchen, um einfach dann sozusagen möglichst schnell durchs Wasser zu kommen, ein bisschen Kraft zu sparen, um dann mit gutem Energielevel noch aufs Fahrrad gehen zu können. Und da muss man dann mal sehen, ne, an welchen Situationen man was investieren kann, ob ich auch mal irgendwie eine Attacke, eine Überholung, Überholsituation irgendwie fahren muss. Ich möchte da aber auf jeden Fall die Beine weniger zerstören als jetzt auf Lanzarote und dann ein bisschen frischer in den Lauf zu gehen. Und ich glaube, wenn ich das schwimme, was ich schwimmen kann, 52 Minuten, vielleicht 51 Minuten und ein solides Rad fahren, dann erwische in einer Gruppe, die hoffentlich gut funktioniert, die vielleicht sogar ein bisschen nach vorne fahren kann, was ich ehrlich gesagt nicht glaube. Das ist so ein bisschen meine Befürchtung, dass man, wenn man nicht am Ende der Spitzengruppe hängt, dass man dann zu dieser Gruppe auch in der zweiten oder in der ersten Verfolgergruppe echt was noch an Zeit eingeschenkt bekommt. Ja, aber wie ihr merkt oder wie ihr wahrscheinlich selber wisst, das alles ist auch echt einfach nur Spekulatius. Und damit höre ich jetzt auf. Deswegen wird das jetzt hier auch das letzte Video vorm Rennen sein. Ich möchte dann einfach mich ablenken, nicht so viel darüber nachdenken, nicht so viel mentale Energie auch drauf aufwenden. Hab noch ein paar Sachen hier so an der Technik zu erledigen. Und dann bin ich gut vorbereitet und ich glaube, dann reicht es auch, wenn ich dann am Donnerstag nach Frankfurt reise, wenn da dann langsam die Spannung kommt. Aber ich brauche mich jetzt hier nicht die Woche vorher schon verrückt machen. Also von daher schicke ich liebe Grüße noch hier aus Bamberg. Ich bin guter Dinge, dass ich ein gutes Rennen für mich machen kann. Ich bin guter Dinge, dass ich deutlich unter 2,40 hinten drauf den Marathon noch laufen kann. Und dann kann ich nur sagen, werden wir sehen, für was es reicht, ob es für eine gute Platzierung reicht, ob es für eine Platzierung reicht, die gut genug ist, dass ihr mir das Ticket nach Hawaii bucht oder zumindest den Startplatz. Ja, dem ist nicht mehr hinzuzufügen. Geht jetzt ins Schwimmtraining. Liebe Grüße. Wir sehen uns und hören uns nach dem Rennen. Peace.